das soll für mich so mein Abschiedswettkampf werden. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Rio ist toll. Das Olympische Dorf ist toll. Wir haben eine tolle Mannschaft zusammen. Ich hoffe, dass ich dann mit der Erfahrung jetzt von 2 Olympischen Spielen im Rücken die gewisse Gelassenheit habe, dann da auch die Vorläufe und das Semifinale gut zu überstehen. Also ich habe schon gesagt, davon hängt nicht mein Sehenheil ab. Klar, es ist nochmal ein Traum. Ich glaube, jeder Sportler, der hier startet, hat einen Traum, eine olympische Medaille zu gewinnen. Mit Michael Phelps bin ich gestern Bus gefahren. Also man trifft seine Leute zusammen und wechselt ein, zwei Worte, was immer dasselbe ist. Jeder sagt, er ist gut drauf und dann sieht man sich im Wasser wieder. Ich freue mich einfach auf diesen Abschluss und ich muss auch sagen, ich freue mich auf das Leben danach. Und ich möchte das jetzt einfach nochmal genießen. So, Schwimmen ist mein Sport. Ich habe es 18 Jahre als Leistungssportler gemacht. Ich möchte hier den richtigen Abschluss für mich finden und aus dem Becken gehen und sagen, okay, ich habe ein gutes Gefühl, das war alles. Und jetzt beginnt was Neues.